Auf der Zeil ist jede Menge los. Vor Weihnachten ist es noch voller als sonst. Groß und klein ist auf der Jagd nach den passenden Geschenken. Sind die Frankfurter denn bereits fündig geworden? Die Liste ist abgearbeitet. Ich habe alles, ja. Abgearbeitet ist falsch gesagt. Ich habe zusammengetragen, was zusammentragen werden musste. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Alles eingekauft. Alles. Das stimmt gar nicht. Wir haben so gut wie gar nichts eingekauft, aber unsere Liste ist auch nicht besonders groß. Es steht für meine Kinder noch ein Geschenk aus. Also somit habe ich noch nicht alles. Und da handelt es sich um eine Nudelmaschine. Und die versuche ich jetzt irgendwo zu bekommen. Haben wir alle Weihnachtsgeschenke? Wir brauchen keine Weihnachtsgeschenke. Wir kaufen keine. In dieser Zeit preisen selbst die Engel potenzielle Geschenke an. Hier wird ausgiebig über das schönste Portemonnaie beratschlagt. Und bei der Auswahl ist wohl noch viel Geduld gefragt. Das freut natürlich die Händler. Denn bis Heiligabend sind es nur noch wenige Tage. Aber genau die sind entscheidend. Diese Woche ist die Woche, die zählt für den Handel. Das ist die stärkste Woche und bisher ist die Laune recht gut. Tendenziell begeben sich die Kunden immer später auf die Suche nach Geschenken für ihre Lieben. Das Weihnachtsgeschäft entscheidet sich auch in den letzten Tagen und auch zwischen den Jahren. Und so wirklich ein abschließendes Urteil wird man also wirklich erst am 31. fällen können. Und ich denke aber, dass wir sehr ähnlich dem letzten Jahr enden werden, nicht gigantisch besser und auch nicht sehr extrem schlechter. Nach Schätzungen des Hessischen Einzelhandelsverbands winkt den Händlern hierzulande ein Gewinn von rund 7 Milliarden Euro. Bis dahin müssen aber noch einige Tüten über den Ladentisch wandern. Verschenkt wird fast alles. Textilien, Bücher, Elektronik, kleine Kostbarkeiten und immer mehr Gutscheine. Wie viel geben die Hessen denn dafür so aus? Zwischen 1 Euro und 100. Eher weniger an Geld. Ich gebe andere Dinge in Form von Zuwendungen. Ich bin ehrenamtlich tätig. Es war dieses Jahr viel. Also den Durchschnitt, den wir uns geschenkt haben dieses Jahr, der lag irgendwo bei 2.400 Euro. Das war eine neue Couchgarnitur. Also es fängt immer klein an und dann wird es doch groß am Ende. Na, ich bin Student, so viel Geld habe ich nicht, aber doch schon eher mehr, weil es sind ja liebe Menschen. Bevor daheim der Weihnachtsbaum bestaunt wird, erwarten die Geschäfte auch in den nächsten Tagen noch viele kurzfristige Geschenkesucher.